Auf diesen YouTuber stehen Frauen. Okay, gucken wir uns mal an, ne? Also. Wer ist Chico, denn Deutschlands heißester YouTuber? Wer ist der attraktivste? Ich bin wirklich sehr gespannt, aber bevor es jetzt losgeht, endlich mal wieder so ein kleines Gewinnspiel. Grüße gehen raus an die Jungs von AMA Studios. Ihr habt die Möglichkeit, die gesamte Black-Kollektion zu gewinnen. Im Wert von 170 Euro. Drei Leute von euch haben die Möglichkeit, das Ganze zu gewinnen. Was müsst ihr tun? Kommentar schreiben und AMA Studios selbstverständlich auf Instagram folgen. Ist verlinkt unten in der Infobox. Wir gehen jetzt mal los. Wer ist denn der heißeste YouTuber Deutschlands? Mit wem würden die Kölnerinnen denn am liebsten ins Bett gehen? Mein Name ist Marc Eggers, der hinter der Kamera. Wir starten jetzt. Let's go. Schaut ihr YouTube? Was würdet ihr sagen? Wer ist der schönste YouTuber aus ganz... Ich kenne das Video nicht, ich kenne nur die zwei Clips. Die habe ich bei William Sidney gesehen. Deutschland. Oh Gott. Hier die Wolter-Zwillinge. Wolter-Zwillinge? Ich mache übrigens auch seit einigen Jahren YouTube. Okay, wie heißt du? Ich heiße Marc Eggers. Hab am Boxautomaten trainiert. Wer ist der heißeste YouTuber? Marc Eggers. Was würdest du denn sagen jetzt mal tatsächlich von den Leuten, die du guckst? Oder doch nur bei Pornhub unterwegs? Nein, was ist das? Du hast gesagt, die Wolters. Was ist das? Kenn ich nicht. Wie ich gucke. Sind denn die Wolters? Worldwide Wohnzimmer? Ach, Worldwide Wohnzimmer. Ach, stimmt, die, die mich noch nie eingeladen haben. Ja, ja, klar. Die Wolters. Ja, Grüße gehen raus. Dann ist das eure Meinung. Du guckst mich irgendwie gerade so verliebt an? Ich sag ja, da heißt es so. Einfach durchs Bild gehen, gar kein Thema. Ja, ja, perfekt. Oh, Bubble Tea? Ja. Weil der so schön bubbelt. Ja. Du hast hier was am Zahn noch. Weiß ich nicht, was das für ein Joke war, aber wir machen weiter, Marc. Bei deiner Freundin, weil jetzt ist YouTube. Krieg ich wieder die Nachrichten, ich hatte was am Zahn, schneid mich raus. So, guck mal, jetzt grinsen. Ich guck mal kurz weg. Mir ist das wichtig, dass meine Gäste in den Videos auch gut aussehen. So, bekommt ihr das hin? Das ist eine halbe Zahn-OP jetzt, Ellie. Zeig mal, ob Marc guckt. Komm, wir lassen es keiner. Wer ist für euch der schönste YouTuber Deutschlands? Erik Walter. Sedo. Wer ist der? Sedo, grüße ihn raus. Ich habe gesehen, der reagiert auch ab und zu mal auf meine Umfragen. Wenn er jetzt darauf reagiert, wird er sich freuen, dass er genannt wurde. Er ist der Schönste? Ja. Die Freundin ist die Mutige. Schaust du YouTube? Schwester, aber ja. Schwester, echt? Ja. Du bist rothaarig und deine Schwester Blondine? Ja, es ist keiner bei mir in der Familie rothaarig. Ach krass. Ich kenne keinen YouTuber. Du guckst gar nichts? Nee. Was guckst du so? Nur Instagram. Oder so, also jetzt gar nicht so YouTube-mäßig. Wer ist der schönste Instagrammer? Den Namen will ich eigentlich nicht nennen. Flüster mir mal ins Ohr. Elias. Einer von den Elevator Boys? Ja, warum denn auch nicht? Wie alt bist du denn? 21. Ja, da... Auf die sehen alle gleich aus, ne? Einer von den... Aber man muss sagen, die sehen gut aus, ne? Muss man an der Stelle mal sagen. Aber die sehen auch alle gleich aus. Soll ich euch mal im Call sagen? Ich glaube, die kommen richtig, richtig gut an bei jüngeren Frauen. Aber ich glaube, so die Ü30, ich glaube, die feiern das gar nicht so. Aber er ist halt, ist schon Playboy, ne? Also, aber ich glaube, so zwischen 17 oder wie zwischen 15 und 28 oder 27. Das, die finden die sehr, sehr, ja. Elevator Boys? Ja. Warum denn auch nicht? Wie alt bist du denn? 21. Ja, da kann man die doch mal mögen. Da gehen die Grüße mal raus. Die Jungs sehen natürlich alle echt gleich aus. Nein, Spaß. Nein, nein, nein. Die sehen gut aus, muss man sagen. Seid ihr sicher? Du hast rote Haare? Teenie-Schwarm, das trifft super, Pipe Crew. Und sie? Ja. Frag nochmal zu Hause nach. Haben wir schon öfters. Wirklich? Ja, ja. War nicht der Postbote. Auf jeden Fall vielleicht die immer so mit dem Zocken Minecraft spielen. Ach, mit dem Zocken, so Gamer, Streamer, Trimax. Nein, brauchen wir nicht. Ja. Revi Inside. Nee. Mit den blonden Haaren, nee. Könnte meine Freundin mit dem lieben Danny. Ein erotisches Abenteuer. Danny? Welcher Danny? Solution? Ist Solution drin? Danny, wie sieht's denn aus? Solution? Welcher Danny? X-Tablet. Nein, da hinter der Kamera. Ach, so, okay. Ich dachte, so, okay. So hast du, ich wollte schon Danny. Ich kann das arrangieren, ja. Das kriegen wir hin. Sehr voll cool. Dann geht ihr beide jetzt einmal kurz zu Karstadt hoch in die Kabine und ich drehe mein Video alleine weiter. Leute, kauft alle sein Produkt. Bestes Haarprodukt ever. Yes. Wer ist der schönste deutsche YouTuber? Kanyami. Laser Luca, Concrafter. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Kahn ist auch ein Playboy, finde ich. Eine weiter. Leute, kauft alle sein Produkt. Bestes Haarprodukt ever. Wirklich. Wer ist der schönste deutsche YouTuber? Kanyami. Das ist auch ein Playboy. Wusstet ihr, dass ich meine Haare auch mal so machen wollte? Ein bisschen anders? Kanyami. Laser Luca, Concrafter. Laser Luca. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Laser Luca. Ja. Eine dieser FIFA-Fußballer. Nee, Eli Geller? Melina, entspann dich, ehrlich. Es ist doch okay. Es ist doch okay, Melina. Bleib ganz ruhig. Einer muss Melina festhalten. Melina, bleib ganz ruhig. Melle, komm runter. Wir bleiben ganz ruhig. Melle, bleib auf dem Teppich. Atmen, Melina, atmen. Du hast einen Freund, ich sag's dir immer wieder, der ist gefragt auf dem Markt, ne? So ist es ja nicht. Kann man hier auch mal ansprechen für dich. Das war's mit den Girls Power. Alles entspannt. Melina, es ist halt, es ist
ist halt, ne, da kommt halt auch mehrere andere Sachen hinzu. Zum Beispiel, dass ich super krass auf der staubtrockenen Wüste bin in Mario Kart. Das wissen sie, da strahle ich eine Aura aus. Among Us, ein Weltspieler. In FIFA breche ich diese ganzen Pisskinder, diese 13-Jährigen, die mir auf den Sack gehen. Kannst du mein Team bewerten? Oh, ich habe gegen Illegal in der Weekend League gespielt. Du hast gegen Illegal in der Weekend League verloren. Ich breche Leute da. Und das bringt dann auch nochmal so einen ganz anderen Flair. Melina, sollte sich auch schon irgendwo, ne? Also, ein bisschen glücklich schätzen vielleicht sogar. Melina, bleib aber ruhig, ne? Bleib ganz ruhig. Gefragt. Ich bin gefragt. Die lügen ja nicht, ne? Also hier, FIFA-Fußballer bin ich übrigens. Laser Luca. Ja. Oder eine dieser FIFA-Fußballer. Ja. Nee, Illegaler? Ja. Ja? Ja, ja. Der macht so FIFA-Content und so. Nicht schon. Der ist echt hot. Nochmal zuhören, Melina, bleib ganz ruhig. Hör ich nämlich nie von dir. Hör ich nicht von dir. Nee, Illegaler? Ja? Ja, ja. So FIFA-Content. Ich bin FIFA-Fußballer, Chat. Ich bin FIFA-Fußballer. Die Frau sitzt da zu Hause mit so einer Krawatte. Nicht schon wieder. Das ist echt hot. Boah. Guck mal hier, weniger. Nee. Heute nicht. Der möchte uns schaust was sagen. Schaust du YouTube-Videos? Ja. Wer ist für dich der schönste YouTuber? Melle, alles gut. Ruf sie an. Wir rufen da mal kurz an. Der ist echt hot. Boah. Nee, stört mich nicht. Alles gut. Hallo? Hallo? Ja, was willst du? Du merkst es langsam, oder? Ja, Edi, ich hab das Gefühl, du freust dich richtig schon, wenn du abends im Bett sitzt. Denkst du daran? Ich denk daran. Ich denk daran. Vasili, du schreist. Ich bin gefragt auf dem Markt. Das kann man mal so sagen. Also, wenn du auf dem Markt sein willst, dann kannst du gerne auf den Markt gehen. Viel Spaß. Ich finde, du solltest mir auch öfter sagen, dass du mich hübsch findest. Weil ich höre das seit mehreren Wochen höre ich das nicht von dir. Mir fehlt die Liebe und die Zuwendung, um ehrlich zu sein. So, wenn wir hier schon mal sind. Das ist so gemein, ohne Spaß. Wann hast du zuletzt gesagt, dass du mich hübsch findest? Habe ich lange nicht gehört. Was willst du denn von mir? Jetzt, dass du sagst vor allen Leuten, dass du mich süß findest. Eli, nachdem du mir das so unter die Nase gerieben hast, sag ich dir gar nicht. Ich bin gefragt auf dem Markt hier, das ist kein Problem. Ich sag nur das, was in dem Internet gesagt wird. Das Internet lügt. Oder streitet sich gerade mit meinem Vater. Ach, auf dem Markt bin ich ein gefragter Mann. Und das ja. Ich möchte, dass du es im Hinterkopf behältst, ne? Also. Ich find's ein bisschen gemein, dass du es mir unter die Nase hast. Ich bin Reactor. Ich bin Streamer, ich reacte auf die Videos. Das Video heißt, auf diesen YouTuber stehen Frauen. Mehr mache ich ja nicht. Ich reagiere auf das Video. Ich arbeite gerade und das ist das, was ich reagiere nur. Ich reagiere auf die Videos. Wir gucken uns das Video mal weiter an. Du hattest die Chance, wir machen weiter. Ciao. Ja, mach doch. Rückzug, Eli, wir bleiben drauf, Chat. Ich bin nicht nur ein Reactor. Ich reacte doch nur. Also, es geht ums Aussehen. Die Elevator Boys, tatsächlich. Elevator Boys. Ja. Welcher von den Elevator Boys? Jakob. Der sieht aus wie der andere. Jakob, Bene, Louis, Brian, Tim, AJ, Tim, Kevin und Julian. Alter, die ist perfekt. Da. Die ist auf jeden Fall am Start. Oh. They see me rolling. Wer würdet ihr sagen, ist der schönste deutsche YouTuber? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keiner hübsch? Nee, ich auch nicht. So männliche. Nee, mehr weibliche? Ja. Der schönste Instagrammer. Komm, auf Instagram folgt dir doch schon mal irgendeinen hübschen Cute Boy. Oh, wollen wir mal dein Handy nehmen und mal reingucken, wen du folgst? Elias. Ach, guck mal, jetzt ist jemand mutig. Da gucken wir jetzt noch mal rein. Oh, Kai, ne? Kai, hier. Habibi Kai. Der hat aber eine Freundin. Lasst es. Der Mann hat eine Freundin. Ach, warte mal, wem folgt? Ja, sie folgt sogar Chelsea. Was ist das? Warte mal, das kriege ich jetzt auch. DFBI. Warte mal, wir gehen drauf. Folgst. Ah, guck mal, jetzt ist jemand mutig. Da gucken wir jetzt noch mal rein. Kai. Ne? Kai. Hier. Das ist irgendein Fußballer. Ist das Leon Goretzka? Leon Goretzka, den kenne ich nicht. Kai Havertz, weiß ich nicht. DFB, Chelsea, Faktastisch, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Hat sie nochmal Glück gehabt. Schreiben wir denen jetzt mal eine Nachricht. Hey Kai, hier ist der Marc. Ich wollte nur ganz liebe Grüße ausrichten. Ich habe hier zwei nette Mädels, die würden dich gerne mal kennenlernen. Ich habe mich schon... Also sag mal so, an die Damen, die das Video jetzt vielleicht gucken. Ich habe seine Nummer. Für 100 Gift-Subs vielleicht geht da auch mal was, ne? Für 100 Gift-Subs. An Lisa, wenn du das Video guckst. Ist ein offenes Angebot, ne? Ich sag nur 100 Gift-Subs und ich habe die Nummer. Mehr sage ich nicht. Dame Edi sagt die Wahrheit, nicht mein Witz. Ich habe wirklich seine Nummer. Ich schwöre, ich habe seine Nummer. Das ist da hier sein WhatsApp-Profilbild. Ah, nee, das zeigen wir lieber nicht. Aber ich habe immer so Angst, Nummern zu liegen. Sogar die englische Nummer mit plus 44. 200 Subs hoch. Ich gehe auf 200 Subs. So ist es nicht. Schon mal gefragt, wie sieht es eigentlich aus, wenn man so ein TikTok-Video mitten in der Öffentlichkeit dreht? Und da hinten kann man sehen, einfach mal direkt vorm Apple Store. Alles, was ich brauche, ist der Bayerische Trip. Mir ist ja schon unangenehm, die Leute zu fragen. Jetzt wird's nämlich mal seriös. RTL 2, Eggers mein Name. Und zwar, wie geht's Ihnen? Gut, danke. Schauen Sie auch mal was im Internet an. Und ich meine jetzt nicht ab 18. Ja, nicht die ab 18 Filme. Ach so, okay. Nein, aber ich bin viel im Internet. Viel im Internet? Ach so, okay. Sonst ist er da auf 18. Unterwegs? Auch mal auf YouTube unterwegs? Auch.
Auch, ja. Was wäre so denn da der attraktivste YouTuber, den Sie sich so anschauen? So jemand, der mal echt gut aussieht. Also an sich sowas von meiner Tochter. Die schickt mir dann immer Links und ich guck weiter. Wissen Sie? Die Tochter ist 25. Ich glaube, Knossi ist unter anderem. Die Frau guckt sich Knossi an. Nice. Vielleicht dann für den Sub. Namen dabei. Andreas, du machst mich verrückt. Um die Optik heute, Maya. Ach, um die Optik. Ich finde die Brille Haaren würde zu meinem Mikrofon passen. Ja, super. Pink ist meine Farbe. Soll ich die mal aufsetzen? Ja, ich nehme die mal ganz kurz. Sie sehen aber gar nichts mehr, ne? Das ist ja. Oha. Wie sieht's aus? Einmal Daumen nach oben. Danke für die Subs, Chat. Ist es die Nummer, die wir jetzt in Zukunft machen werden? Schaut ihr YouTube? Ja. Wer ist denn für euch der schönste deutsche YouTuber? Boah, ich habe keine Ahnung, ehrlich. Was guckt ihr denn? Wen schaut ihr euch denn an? Lehrer Schmidt. Okay. Männliche YouTuber auch? Nee, selten. Die Frauen gucken natürlich super gerne Frauen-Content, ne? Wir wollen mal wissen, wer ist hier der Heißeste? Wo kann man denn mal vermitteln? Aber die Frauen schauen sich tatsächlich lieber Frauen an. Wir werden es noch weiter rausbekommen. Ich werde safe irgendwann ein Video machen, hundertprozentig, vielleicht sogar diesen Sommer, wo ich auf die Straße gehen werde und auch so eine Umfrage mache. Und dann werde ich sowas mit Willi und Sydney machen. Wer von für wen von den beiden, die sich entscheiden würden. Das werde ich hundertprozentig machen. Und danach geht es weiter, Frankfurt Hauptwache-Chat. 1 Million Abo-Special. Sagt Leute, 3 von euch haben die Möglichkeit, die Black Collection von AMA Studios zu gewinnen. Also alle, die jetzt einen Kommentar unten in die Kommentare schreiben, nimm automatisch dran teil. Eine Woche läuft das Ganze, dann suche ich einen Gewinner aus. Vielen lieben Dank nochmal an die Jungs, Trimax, Amar, Alvaro. Ich, so schaut ihr YouTube? Ab und zu. Du? Ja, ab und zu. Du? Was ist das für eine Konstellation, ihr drei? Nee, das war jetzt nicht so gemeint, wie ihr das jetzt dachtet. Von meinem Freund, die kleine Schwester, okay. Und von seinem Bruder, die Frau, also meine Schwägerin. Dessen Tante, von deren Onkel, die Mutter ist der Bruder von mir. Ja. Der schönste deutsche YouTuber. Boah. Du kannst schon mal nachdenken. Mexiko, ich habe keine Ahnung, aber das ist nicht so. Du bist noch nicht dran. Udo. Udo? Der Udo, ja. Welcher Udo? Von Temptation Island? Ja. Ich finde den echt, ja, der ist lustig. Das ist der, nee, warte mal, der schönste. Ihr habt die Frage nicht verstanden. Ich meine jetzt nicht der lustigste. Ja, ja. So, ja. Das ist hässlich. Nee, das habe ich nicht gesagt. Nee, nee. Der sieht halt nur nicht gut aus, aber hässlich ist er nicht. Boah. So, dann gehen wir nach Mexiko jetzt. Komm. Der schönste Mexikaner. Kennst du das Getränk Mexikaner? Ja. Ganz lecker, ne? Nee, es ist nicht mexikanisch. Ach so. Juan Pablo Zurita. Perfekt, ja, habe ich auch abonniert. Oh, jetzt ist dir jemand eingefallen, ja. Einer muss Melina, bleib ganz ruhig, ehrlich. Einer muss sie kurz festhalten. Bleib ganz ruhig, ehrlich. Melina, du musst ruhig bleiben. Das ist das A und O. Bleib auf dem Teppich, ehrlich. Eli. So ein, Von Uri Geller, der Sohn. Ja. Nee. So viel YouTube guck ich nicht. Wie? Warum hat er denn direkt weggecuttet? Vielleicht wäre er auch nochmal, boah, der ist hot, ey, gekommen. Perfekt, ja, habe ich auch abonniert. Oh, jetzt ist dir jemand eingefallen, ja. Melina, du, es ist wichtig, ruhig zu bleiben. Weißt du? Sie schreibt mies unsympathisch. Die wissen doch, dass du eine Freundin hast. Also Melina, jetzt ehrlich, jetzt brauchen wir ja auch nicht respektlos werden, ne? Es ist ihre Meinung, muss man respektieren. Ich würde nie einen Vergebenen nennen bei sowas. Ja, weil du, was ist denn das? Wen willst denn du da nennen? Willst du dich jetzt da hinstellen und einen YouTuber sagen oder was? Da wäre ich doch sauer. Was ist das denn? Melina, wir müssen jetzt auch ganz sachlich bleiben, ne? Also, wir müssen da jetzt auch ganz sachlich bleiben. Das ist ihre Meinung muss man respektieren, so ist es nicht. Sie findet, Melina, um das nochmal für dich zu erläutern, 2 auf jeden Fall von, wie viele werden da gefragt? 15 Leuten. 2 davon sagen, dass dein Freund der hübscheste YouTuber Deutschlands ist. Wo sind denn das hinter Willi eigentlich? Das war hier gleich direkt mal sagen darf. Geil. Ich mach nur Spaß, Chat, ne? Also ganz kurz, ich mach nur Spaß. Von Uri Geller, der Sohn. Nee. So viel YouTube gucke ich nicht. Ich bin dann eher TikTok. TikTok? Dann sind wir TikToker. Wer ist der schönste auf TikTok? Mann. Zeig's auf meinen Kameramann. Leidest an Geschmacksverirrung. Hä, Digga, der Kameramann scheint anscheinend voll der Playboy zu sein. Das haben jetzt auch schon 2. Der Kameramann haben schon 2 Leute gesagt. Es gibt um die 2 Milliarden YouTube-Kanäle und 2 finden, dass Edi Geller himself der schönste ist. Aber einer, Melina, du musst mir versprechen, dass du ruhig bleibst, ehrlich. Warum? Boah, warum? Hast du den mal nackt gesehen? Nee. Danny Liedtke, sagst du. Aber guck mal, ich finde, es gibt auch ganz, so bei Straßenumfragen gibt es auch normale Leute. Die antworten alle ganz normal, so, ne? Es ist nicht immer so. Es gibt ja auch Leute, die ganz normal antworten. Finde ich nice. Frontal baust du dich hier auf? Ja, 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 ja. Ja, ja. Finde ich oder? Gut. Oder? Bubble Tea? Ja, spontan in Köln. Einmal besuchen, einmal kindfrei. Muss man ach, Kind auch. Zu Hause gelassen? Nee, bei Oma. Abgegeben. Ja, einfach mal abgeben. Für 2 Monate. Merlechen, Leute. Ich werde sie abgeben. Jetzt die Kameramann klären. Für das zweite Kind. Ich wollte ein Selfie machen. Ich glaube, für das zweite Kind ist mein Mann dann angepisst. Oh, perfekt. Das sollen wir das lieber nicht mit reinschneiden. Ne? Das ist die Mama mit Tochter. Melina, bleib ganz ruhig.
Da bin ich ja tatsächlich bekannt für in der Szene mittlerweile, ne? Jetzt komme ich mal zur Mama. Die Tochter schaut YouTube-Videos. Ja. Mama Lu schaut auch mal mit rein? Manchmal. Irgendeinen der netten Boys mal entdeckt, die vielleicht ganz gut aussehen? Ah, da hält sich jemand bedeckt. Wir fragen nämlich gerade, wer der schönste deutsche YouTuber ist. Wo ist mein Wasser hin? Pietro Lombardi. Kennt ihn, Pietro Lombardi. Früher Musiker, heute YouTuber. Dann machen wir ein Selfie. Warte mal, jetzt macht nur die Mama. Wisst ihr, was, glaube ich, auch sehr gut ist? Singen. Ich glaube, singen wirkt sehr, sehr attraktiv so auf Frauen. Wenn du gut singen kannst, cool. Vielleicht ist das der Grund auch, ne, bei den zwei anderen Damen da. Weil habt ihr schon mal Mich Lonely singen hören? Da kriegen manche Leute Gänsehaut. Da war schon mal Beyoncé hier im Chat und hat Ausrufezeichen Stimmlage in den Chat reingeschrieben. Diego, guck mal. Guck dir das mal an. Da haben Leute abgestimmt, dass dein Herrchen einer der hübschesten YouTuber Deutschlands ist. Hört es dich nach was an oder hört es dich nach was an, Diego? Cool, ne? Ist cool. Kannst du eigentlich mal zufrieden sein. Wie wär's mal, wenn du nicht mal hier irgendwo hinpullerst? Kratz ihn, Diego. Diego, beiß ihn. Die sind auf meiner Seite und sagen, dass du ein Trottel bist. Oh, da ist jemand eifersüchtig. Milena. Ein Bild. Nein, sie ja auch, aber einzeln. Soll ich Oberkörper freimachen? Ich fühle mich nicht geliebt von Milena. Nee, jetzt, sag ich jetzt so. Ist auch mal, irgendwann ist auch mal genug, ne? Fühl mich nicht geliebt. Ne? Die sind so lecker. Ist der schönste auf YouTube? Montana Blackstep ist der YouTuber. Oh. Digga, was ist denn heute los? Oh, ich hab's ja gerade gezeigt. Wer dreht denn hier seine TikTok-Videos? Digga, mein Chat. Mein Chat. Ich habe ihn selber gerade gar nicht erkannt. Wir waren wirklich das sympathischste Pärchen, was ich jemals in meinen Videos habe. Ich blende das mal ganz kurz ein. Ey, das ist mittlerweile schon fast 4 Jahre her. Es geht eigentlich nur um die Frauen. Seid ihr ein Paar? Ja. Und seid ihr ein Paar? Ja. Oh. Wie lange seid ihr schon zusammen? Das passt ganz gut. Pass auf. Wie stellen sich Frauen ihren absoluten Traummann vor? Und optisch? Also mein Traummann. Das ist eigentlich schlimm. Aber wenn du jetzt, pass auf, du müsstest einen Prominenten sagen. Irgendeinen Prominenten. Okay, okay. Jamie Foxx. Leonardo DiCaprio in seinen jungen Jahren. Das sieht ja eigentlich fast genauso aus hier, finde ich. Also an sich sieht er genauso aus wie Leo in den Jungen. Warte kurz. Leonardo DiCaprio? Ich dachte, das hier? Ja, Mann, da hatte ich sogar noch Haare. Und ja, ich bin immer noch in der Friendzone. Das wollte ich gerade fragen. Ey, seid ihr immer noch? Ist irgendwas draus entstanden? Nein, 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 nein. Sie, gute Freunde, sehr, sehr gute Freunde. Sehr, sehr. Ah, Digga, was heißt sehr gut? Wie gut ist die Freundschaft jetzt? Richtig gut. Ey, geil. Und du bist auf TikTok am Start. Ich verlinke das. Hier, ist unten verlinkt, unten in der Infobox. Ey, ihr habt mir so viel Freude gemacht. Ich habe das geliebt, das Video zu schneiden. Und die ganzen Leute haben es auch gefeiert. Ihr habt das jetzt mal gesehen. Ich habe es einfach mal mit eingeblendet, obwohl es mit dem Thema nichts zu tun hat. Aber das musste man noch mal mit reinhauen. Ey, geil. Auf jeden Fall verlinkt. Checkt ihn gerne mal ab. Auf TikTok und ja, gute liebe Grüße an Olivia, hieß sie, ne? Genau, Olivia, ja. Olivia, ja, ey, ja. Beim nächsten Mal, wenn ich in Hamburg gute bin. Freundin. Ja, Freunde, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich habe einfach mal die Damen gefragt, wer ist denn Deutschlands schönster YouTuber? Ich muss sagen, viele Frauen gucken, glaube ich, gar keinen männlichen Content und wenn, dann einfach nur wegen dem Unterhaltungsfaktor, so möchte ich es doch einfach mal sagen. So oberflächlich ist die Welt doch gar nicht, oder? Naja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was soll ich denn als nächstes fragen? Egal, wie explizit die Frage ist, bald geht es auch mal wieder an die Playa de Palma, der Hausmeister muss mal wieder loslegen. Danke fürs Zuschauen, mein Name ist Marc Eggers. They see me rolling. Und vor allem, ihr könnt noch gewinnen, ne? 3 Leute haben die Möglichkeit, AMA Studios, einfach nur einen Kommentar schreiben, AMA Studios auf... Also, um das, für, also falls Melina da nicht hingesch... Also, Melina, ich kann es hier nochmal, ne? Eine dieser FIFA-Fußballer. Nee, Eli Geller. Das ist echt hart. Ja? Ja, ja. Der macht so FIFA-Content und so. Zwei Stimmen in Berlin. Oh. Lol. Er ist direkt neben T. Soll ich euch erzählen? 2 Tore in Berlin. Melina, bleib auf dem Teppich, ne? Das ist... Bleib da auf dem Teppich. Wir müssen ja jetzt hier... Wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. So ist es nicht. Bleib da auf dem Teppich. Ausrufezeichen, hottesten YouTuber aus Deutschlands. Everything.